Hintergrund ist der Kirchturm von Kallenhardt. Im Vordergrund ist Thomas Lesinowski von 1000 Mountains, Geschäftsführer hier. Und auf unserer Seite ist die Brennerei, die Sauerländer Edelbrennerei, wo dieser Whisky hergestellt wird. Thomas, danke für die Einladung und schön, dass wir da sein können. Ja, wir freuen uns. Kannst du uns ein bisschen was über den Ort einmal erzählen? Ja, also willkommen in Kallenhardt, Rügen-Kallenhardt. Ist ein kleines Bergdörfchen mitten in Deutschland, mitten im Sauerland. Eine Stunde Fahrt nach Dortmund, eine Stunde nach Kassel. Du hast hier Land, 1600 Leute leben hier. Man kennt sich eigentlich untereinander komplett. Du kannst hier wandern, Fahrrad fahren. 400 Meter über dem Meeresspiegel. Da gibt es schon Unterschiede zwischen Warstein, 4 Kilometer von hier, und uns. Das heißt, hier liegt manchmal schon Schnee und woanders nicht. Man kann hier wirklich sehr schön leben. Und das ist auch gut für die Luft und auch für den Whisky und für uns. Von 950 Jahren wurde die Stadt damals gegründet. So alt ist die Sauerländer Edelbrennerei noch nicht, aber sie hat auch schon einiges an Geschichte am Buckel sozusagen. Das stimmt, ja. Die Brennerei wurde ja im Jahr 2000 gegründet und das auch, das ist diese Schnapsidee. Und das war eben das Spannende, dass man, als man die Brennerei gegründet hat, und zwar waren es zwei Familien, die Familie Wolfkühler und Mühlheims, ja, da hatte man gar nicht die Ahnung, dass es mal so groß werden könnte. Es war eine Doppelgarage, einfach nur aus Hobby, man hat nur für sich selbst produziert. Ja, und mittlerweile sind wir im Sägewerk. Wir sind im Jahr 2016 aus der Doppelgarage in Sägewerk umgezogen. War eine Ruine, bis 1989 noch in Betrieb, danach wirklich 10 Jahre brachgelegen, und dann hat man uns das angeboten und hat man wirklich dankend angenommen. War eine Überlegung. Und seitdem auch konstant ausgebaut worden mit Veranstaltungsraum und so weiter. Genau, das ist das. Von den Ursprüngen haben wir uns an diese warmen Materialien, Holz, Ziegeln gehalten, aber ansonsten ist das hier ein ganz neues Gesicht. Dann wollen wir mal reingehen und uns das Ganze anschauen in der Produktion, in der Lagerung und dann auch sehr gerne in der Verkostung. Uli, du stehst da vor der Anlage, mit der eigentlich alles begonnen hat. Ja. Kannst du uns mal ein wenig erzählen, wie das Ganze begonnen hat mit der Brennerei hier? Ja, wir sind die älteste Brennerei in diesem Ort von 2000. Wir sind auch die einzigste. Also ich muss sagen, wir sind da angefangen, einfach aus der Laune heraus etwas zu produzieren und als Freizeitbrenner. Und das war die Ursache, dass wir dieses Gerät gekauft haben hier im Dorf. Ich hätte dann da weitergemacht, weil die anderen irgendwann aufgehört haben, wollten da nicht mehr. Und mittlerweile hat sich das aber so etabliert, weil alle Leute hier ringsherum haben unsere Produkte kaufen wollen. Das war für die wichtig, und seitdem sind wir eigentlich am Produzieren und werden jedes Jahr größer und immer schöner und immer attraktiver. Mit Whisky hat es ja nicht angefangen, aber dann relativ bald angefangen, mit Whisky zu experimentieren. Ja, erst waren wir eine reine Obstbrennerei. Wir hatten auch geguckt, ob wir mit Williams oder auch mit den Boskop-Äpfeln hier was machen können. Wir haben reine Brände, wir haben immer reinere Brände gemacht. Wir haben niemals Zucker beigetan oder so, sodass für einen Boskop das dann ein anderer Geschmack ist. Und da haben wir gesagt, ja, wir gucken mal experimentell nach Whisky. Ich hatte den Julian mittlerweile gewonnen, und der Julian hat dann mit mir zusammen angefangen, Whisky zu produzieren, und wir hatten erste Versuche gemacht, haben wir gesagt, wir wollten getorften Whisky, bis dann, das war dann so schäbig und so holzig, die ganze Sache, dass wir da aufgehört haben, und der Julian hat gesagt, Ulrich, nimm doch bitte das, was hier auch ist, wir haben hier kein Torf, und da habe ich gesagt, hast recht, und dann haben wir eben sehr fruchtigen Whisky gemacht, sehr landbetonten, sehr kräuterhaften Whisky, der wirklich auch heute einmalig ist. Und das auf einer sehr schönen Anlage, die herinnen steht, in diesem ehemaligen Sägewerk. Ja. Und da schauen wir uns dann mit dem Brennmeister an. Ja, schön. Vielen Dank. Gerne. Und schönen Tag. Auch so. Tschö. Durch den Produktionsprozess führt uns jetzt der Julian. Julian, wenn du dich kurz mal vorstellst und ein bisschen was über deinen Werdegang erzählst. Ja, mein Name ist Julian Wellhausen. Ich bin hier der verantwortliche Destillateur in der Sauerländer Edelbrennerei in den Thousand Mountains. Seit 2003 im Betrieb, also jetzt schon 20 Jahre. Eigentlich gelernter Gaswasserinstallateur, habe ich die Liebe und Leidenschaft zur Destillation gefunden über meinen Schwiegervater, der mich da so ein bisschen reingeschubst hat. Natürlich auch über den Uli. Vom Typen her und von der Art der Arbeit her hat mich das doch sehr überzeugt.
Mache jetzt endlich auch mal meinen Meister, aber ja, schon seit 20 Jahren hier verantwortlich. Also für Learning by Doing und am Job gelernt sozusagen. Ja, Learning by Doing hat zum Glück der Uli die 3-4 Jahre vorher schon gemacht, konnte mir dann so ein bisschen was beibringen, ja. Musste dann doch aber ganz schnell lernen, dass die Schule zur Destillation doch echt wichtig ist. Man muss schon wissen, was man macht, um dann auch teure Fehler vermeiden zu können, ganz, ganz klar. Einen Teil deines Wissens gibst du uns jetzt weiter, indem du uns durch die Produktion der Destillerie führst. Ja, gerne. Da freut man schon drauf. Super, mache ich. Wenn wir über Brennblasen sprechen, Julian, dann muss man sagen, gibt es bei euch ja nicht wirklich einen Mangel. Ihr habt viele hier stehen. Ja. Und ich glaube, du kannst uns zu jeder ein paar Stichworte sagen. Ja, ganz klar. Versuchen wir natürlich, unsere Destillation dorthin zu bringen, dass wir auch wirklich für uns, für den Kunden vernünftig arbeiten zu können. Das heißt, flexibel arbeiten zu können. Mit der ganz kleinen, mit der 40 Liter reinen Geistanlage, also Reinigungsanlage nennt man das fachlich, können wir wunderbar Experimente fahren, gerade im Gin-Bereich doch sehr sinnvoll. Mhm. Macht auch sehr viel Spaß, wirklich zu experimentieren, weil man doch gerade im Kräuterbereich extrem viel auch hier im Sauerland schon vor der Haustür sammeln kann und direkt frisch destillieren kann. Macht sehr viel Spaß, da auch mal ganz besondere Dinge zu destillieren, die man so auf einer nächste größte 200-Liter-Anlage nur unter finanziellem Druck, sage ich es mal so, machen könnte. Ja, hier haben wir die Lotte, unsere erste Anlage noch aus der Doppelgarage stammt. Ah ja, altes Handwerk, Holz befeuert. Ich sage es immer so im Beispiel. Hier muss ich noch das Heißwasser aufdrehen und mit dem Kaltwasser so zusteuern, dass ich die richtige Temperatur habe. Was bei den anderen Anlagen, auch bei der ganz kleinen, ein bisschen andere Technik, so wie heute unter der Dusche. Ich stelle eine Temperatur ein und stelle den Durchfluss ein und schon habe ich die gewünschte Temperatur auch am Kühler. Das ist hier halt noch ein bisschen was anderes. Habt ihr auf der Lotte auch schon Whisky gebrannt? Auf der Lotte haben wir damals auch schon Whisky gebrannt. Mhm. 200 Liter Füllvolumen, ca. 10% Ausbeute, bringen 20 Liter Destillat. Das heißt, für so einen Barrique zu füllen, muss ich halt 10 bis 11 Mal destillieren. Da ist die Arbeitswoche bei 5 bis 6 Stunden pro Brand doch einfach sehr ausgefüllt. Das ist natürlich schön, um zu experimentieren auch, um zu gucken, wo geht's hin. Aber doch eher in dem Hobbybereich. Großes Hobby, das muss man schon sagen. Ja, 200 Liter ist ein großes Hobby. Aber damit haben wir gestartet, genau. Mhm. Ja, dort haben wir die Obstbrände gemacht. Und ab 2004 dann auch die ersten Whiskys, ganz klar. Ja, und dann kommt unsere Emma. Emma, die dickbäuchige, beständige. Da wird nur Obst drauf destilliert. Natürlich auch so ein bisschen Gin. Da ist dann immer der Reinigungsbrand noch zwischen zu fahren. Aber hier kann ich schon mal auf 1000 Liter etwas mehr Obst zumachen. Gerade so im Williams, im Apfelbereich sind wir dann bei den 30.000 Litern Maische, die müssen natürlich schnell, gerade im Williams-Bereich, schnell abdestilliert werden. Und da ist so eine 1.000-Liter-Anlage doch von Vorteil. Wasserdampf gefeuert. Aber sonst ist da keinerlei Computer dran. Das ist auch ein schönes Handwerk, aber etwas leichter handzuhaben als unsere Lotte. Ihr habt ja mit Obstdestillation begonnen. Genau. Und meine Frage wäre jetzt, was habt ihr denn umlernen müssen, um Whisky zu machen? Da gibt es ja größere Unterschiede. Ne? Ja, da gibt es schon größere Unterschiede. Der größte aber, muss ich doch ganz ehrlich gestehen, ist es zu lernen, dreckiger zu brennen. Der Nachlauf, die Fraktionierung des Nachlaufes ist beim Obst wesentlich früher als wie beim Whisky. Und das mussten wir wirklich lernen. Zu sauber brennen ist beim Whisky nicht förderlich. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Schauen wir mal weiter in den Anlagen. Ja. Da kommen wir jetzt an der Emma vorbei. Genau, dann kommen wir zur Conny. Conny, die Konstanze, die Konstante übersetzt, heißt, hier wird nur Whisky drauf destilliert.
Alle anderen Anlagen sind so ein bisschen flexibler, Obst, Gin, aber hier rein Whisky-Destillation, nichts anderes, genau. Erklären Sie mal den Lauf des Liquids da drinnen. Ja, Liquid heißt hier in die Brennblase, in den Bottich wird unsere Würze vorgeheizt, auch durch eine Wasserdampfdestillation. Mhm. Geht hoch in den Geisthut, in den Swan Neck, ins Geistrohr, mhm, und fällt dann seitlich, linksseitig in die Kolonne. Also hier unten kommt dann den Alkohol, Wasserdampf sammelt sich hier unten und wird dort dann ein bisschen rektifiziert. Da kann ich dann aber auch rein manuell entscheiden, wie viele Glockenböden benutze ich. Mhm. Benutze ich einen, benutze ich zwei oder drei? Ich kann hier bis zu sechs benutzen. Das heißt, rein von der Theorie her ist hier die erste Destillation, mhm, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte. Wenn ich will, kann ich also siebenmal in einem Arbeitsgang destillieren, mhm, bis es dann hoch zum Deflegmator und zum Katalysator kommt. Über den Katalysator komme ich dann rüber zum Kondensator. Mhm. Aber diese Anlage ist so gebaut, dass ich hier auch, wenn ich das möchte, im Potstill-Verfahren destillieren kann. Da haben wir ganz einfach da oben nochmal einen Bypass eingebaut, wo ich dann von der Still direkt zum Kondensator rüberkomme, ohne die Kolonne zu benutzen. Und so ist diese Anlage sehr flexibel. In welchem Bereich beim Whiskybrennen arbeitest du von den Einlagen her? Also ich arbeite gerne mit drei Böden. Mhm. Für den McRaven wird eigentlich immer sehr, sehr viel mit drei Böden destilliert. Zu hoch, zu sauber vom Alkohol muss ich ja gar nicht kommen und deswegen reicht es schon mit drei Böden. Mit sechs Böden würde auch funktionieren, dann komme ich schön viel höher vom Alkoholgehalt, aber er ist auch schon sehr, sehr sauber und das ist immer so die Handhabe. Mal gucken. Also für den McRaven eher drei Böden. Output in der Stunde, was kriegst du raus? Ja, in der Stunde, muss ich mal kurz rechnen, sind so um die 50 LA, also Liter 100%, so ungefähr, ja. Je nachdem, wie ich feuer. Wir feuern nur sehr, sehr sachte, also mit einem Druck von ungefähr 0,1 Bar. Das ist sehr wenig. Ich könnte wesentlich schneller destillieren, aber wir wollen die Aromen ja nicht töten, weil wir haben eine schöne Malzmischung in unserer Würze und diesen Geschmack wollen wir auch gerne retten. Mhm. Das ist rein aus dem Rezept von meinem Schwiegervater her, von dem Walter, der damals das Rabenbräu entwickelt hat. Mhm. Und dieses Rezept für das Rabenbräu, natürlich ohne Hopfen und ohne die Würze zu kochen, benutzen wir dann auch für unseren Whisky. Und von hier kommt dann der New Mac in einen Tank, genau, und wird dann umgefüllt in Fässer und die sind dann in Fasslagern. Richtig. Und das schauen wir uns an. Genau, gerne. Julian, wir sind hier in einem der Außenlager von eurer Destillerie, ihr habt ja mehrere. Und das hier ist, würde ich mal sagen, nicht das allergrößte, aber ein ganz interessantes. Erzähl uns was drüber. Ja, das ist unser sogenanntes Eislager. Wo, bleibt natürlich so ein bisschen geheim. Aber hier haben wir halt, oder versuchen wir, die Temperaturdifferenzen zu erörtern. Was passiert mit dem Whisky, wenn die Temperatur über das ganze Jahr gesehen ziemlich gleichbleibend ist? Unsere normale Lagerung von dem McRaven, da haben wir ein Wechsellager, wo wir mit den großen Temperaturdifferenzen spielen können. Und hier haben wir halt sehr, sehr kleine Temperaturdifferenzen. Was passiert mit dem Whisky, wenn der diese Differenz nicht mitbekommt? Wie lange ist der schon herinnen jetzt? Die ältesten sind gerade seit 2019 hier drin. Also so knapp 4 Jahre, was man jetzt hier vorne liegen sieht, ist knapp 3 Jahre alt. Und wie gesagt, da gucken wir mal, was so über die nächsten Jahre hier passiert. Reine Bourbonfässer hier drin? Richtig, oder? Genau. Ja. Also keine Weinfässer? Nein, okay. Hier sind nur Bourbonfässer. Es wird auch kein McRaven. Das wird, mal schauen, was es wird. Sehr schön. Ja, dann schauen wir uns noch die anderen Lager an. Julian, wir sind hier im ursprünglichen und ersten Fasslager, das die Destillerie hatte. Genau. Und das habt ihr noch ein bisschen erweitert. Richtig. Also hier haben wir nur den Anfangsraum. Als uns der Zollbeamte, es war, glaube ich, 2000,
2011 sagte in der alten Brennerei, in der Doppelgarage, na, lagert mal diese neuen Bourbon Barrels, waren es dann noch, lagert die mal bitte in ein anderes Lager, weil wir haben hier eine kleine Brandanlage oder Brennerei mit Holz befeuert und in einem Raum weiter halt die Holzfasslagerung. Kümmert euch mal um einen anderen Raum. Haben wir diesen Raum zuerst angemietet damals noch und mussten dann natürlich schnell umlagern, weil hier liegen jetzt nur noch Experimentfässer, ein paar Kundenfässer. Aber wie gesagt, musste erweitert werden natürlich schnell. Ja. Und das habt ihr gemacht und da schauen wir uns gleich mal drinnen um. Es ist wahrscheinlich momentan das von euch am meisten gefüllte Lager oder ist das neue noch größer? Das neue ist etwas größer, genau. Dieses Lager ist jetzt nur noch für McRaven da. Weil hier haben wir ein Wechsellager, das heißt die Temperaturen dürfen im Sommer wie im Winter auf den Whisky, auf die Fässer einwirken. Und da wissen wir halt nach 3 oder 5 Jahren, 6 Jahren circa, kriegen wir auch ein gutes Ergebnis durch diese Temperaturdifferenzen, die hier wirken können. Das neue Lager ist noch ein bisschen anders aufgebaut von der Struktur, von der Temperatur her. Mhm. Aber ja, hier liegt jetzt nur noch McRaven, genau. McRaven heißt, es sind Bourbonfässer und es sind Weinfässer, wo ihr zum ersten Mal sozusagen den Spirit einfüllt und genau. Ein Jahr liegen lasst. Ja, also ein Jahr zuerst den Rotwein, Bordeaux, ein Barrique. Und dann geht's auf die andere Seite in die Bourbon Barrels, wo wir dann ja Minimum 2 Jahre logisch einlagern. Hier liegen jetzt natürlich auch schon ein paar ältere Schätzchen, aber die dürfen auch noch liegen. Die dürfen wirklich älter werden, ja. Die ältesten Fässer hier drinnen sind wie alt? Die ältesten sind jetzt 11 Jahre alt. Oh. Genau, ja. Aber das sind noch wirkliche Single Casks. Weil aus der kleinen 200 Liter Brennblase destilliert, das sind nur noch Einzelfässer, ein paar rare Dinge, genau. Ab 2016 haben wir dann auch erst die große Brennanlage benutzt, wo wir dann auch ein paar Fässer mehr einlagern konnten. Also bis da dann wirklich zweistellig was wird, ja frühestens 2026, genau. Ist ja aber auch nicht mehr so lange hin. Stimmt. Julian, das ist jetzt euer neuestes Lagerhaus hier? Genau, das andere wurde so langsam voll und dann haben wir ein neues beantragt und auch relativ schnell durchziehen können. War so ein bisschen mit Ornithologen und sonst irgendwas, mussten wir über die 3 Monate, haben wir hier nach irgendwelchen Uhus und Eulen gesucht, aber zum Glück nicht so viel gefunden. Und wenn dann nur Vögel, die kurz hier Rast machten und wieder weitergeflogen sind, weil wir haben hier sofort nebenan liegend das Trinkwasserschutzgebiet. Und, aber ja, wir durften zum Glück bauen, weil das wurde schnell nötig. Weil unten sieht es jetzt schon wieder ein bisschen freier aus. Nur wir konnten das, was wir hier jetzt noch drin haben, von unten dann endlich auch hier oben einlagern, weil das wird sonst sehr, sehr eng. Das ist also das dritte Lager? Das ist das dritte Lager. Das zweite Hauptlager sozusagen. Circa 800 Quadratmeter, also um die 1000 Fässer sollen hier reingehen können. Von der Temperatur noch mal ein bisschen anders wie das Lager, das Hauptlager unten, das Nummer 1. Dieses Nummer 2 hat eine reine Metallhülle, die dann noch mehr Temperatur von außen aufnimmt, also im Sommer noch ein bisschen wärmer wird, im Winter noch ein bisschen kälter wird. Aber hier liegen rein Bourbon-Fasslagerung, Sherry-Fasslagerung und ein bisschen Bordeaux-Fasslagerung. Das heißt, unten in dem Eislager waren die Temperaturunterschiede so um die 2 Grad, hast du genau, erzählt? Genau, ja. Im ersten Lager, in dem Holzbau, wie hoch sind sie da? Da haben wir ungefähr ein Delta-Theta von 10 bis 12 Grad auch im so Maximum. Viel. Also wenn wir im Sommer richtig 30 Grad über 3-4 Wochen haben, kriegen wir die 25 Grad Celsius auch ungefähr in die Halle. Im Winter sind es dann
Ja, können es auch schon mal 4 Grad werden, aber keine Minustemperaturen, die erreichen wir da nicht. Und hier? Und hier haben wir auch schon so einen Durchschnitt von 22 bis 25 Grad Delta Theta. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art der Reifung. Die Luftfeuchtigkeit ist eine andere wie unten. Das hat man vorhin, denke ich, auch sofort gerochen, gemerkt einfach. Und da sind wir sehr gespannt, weil dieses Lager haben wir jetzt gerade ein Jahr. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Was eigentlich interessant ist, weil das ist jetzt eine der wenigen Destillerien, wo ich jetzt dran denken könnte, dass die auch mit ihren Lagertemperaturen so spielen können wie ihr. Ne? Ja, es ist so ein bisschen aus der Natur gewachsen. Das ist, was wir ja an Möglichkeiten an alle Halle mit Fässern zu belegen haben. Die nutzen wir natürlich auch. Ja, ob das dann die richtige Philosophie ist, werden wir sehen. Weil der Angel Chair ist natürlich sehr interessant, was hier ist, was unten ist und was in dem Eislager ist. Wo sind die Differenzen? Wo ist es geschmacklich auch sinnvoll? Ne? Natürlich, das, was man hat, ist immer das Beste. Klar. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber ob das dann letztendlich auch wirklich so ist, das werden in den nächsten Jahren dann auch erstmal zu erfahren. Genau. Schauen wir einfach mal. Ja. Wir sind hier mit Olaf Bredensteiner, er ist Marketingchef von Bad Sassendorf und wir stehen hier auf einem Gradierwerk. Und für Leute wie mich, die mit dem Begriff nicht besonders viel anfangen können, kannst du uns jetzt, Herr Bredensteiner, erklären. Ja, das kommt eigentlich aus der Geschichte der Salzproduktion. Im 17. Jahrhundert hat man diese Technik erfunden als Vorstufe für das Salzsieden. Man hat also damit im Gradierwerk die Sohle hochgepumpt und am Schwarzdorn herunterrieseln lassen und dann durch die Verdunstung hat man eine Konzentration der Sohle erreicht und hat so dann weniger Brennmaterial einsetzen müssen, um das Salz, das begehrte Salz, weißes Gold hieß das damals auch, zu gewinnen und dann damit zu handeln. Und dann ist es auch in Kurbetrieb übergegangen. Genau, es hat dann den Nebeneffekt, dass man halt bei diesem Runterrieseln auch kleine Tropfen mit Salz halt auch in die Umgebungsluft abgegeben wird und wenn man das einatmet, ist das halt wunderbar reinigend, entzündungshemmend für die Atemwege und das ist eigentlich das, was für uns heute wichtig ist. Die Salzproduktion spielt nur noch eine ganz kleine Rolle aus historischen Gründen, ansonsten ist halt das Thema Gesundheit, wir sind Heilbad und Kurort halt für uns ganz wichtig. Für uns aber interessant ist momentan nicht unbedingt die Gesundheit, sondern Genuss und da haben wir auch einen bestimmten Grund, dass wir hergekommen sind und den schauen wir uns jetzt gleich näher an. Wir haben hier von der Destillerie, von der Sauerländer Edelbrennerei verschiedene Fässer liegen. Vielleicht zeige ich es mal von hier, die da oben liegen. Die liegen jetzt seit wann hier? Die liegen jetzt seit 2,5 Jahren, die ersten beiden Fässer seit 2,5 Jahren hier. Das heißt, im Herbst ist es dann soweit, dann ist der erste Whisky soweit reif, dass er abgefüllt werden kann. Aber da können die Fachleute von der Brennerei gleich noch Näheres zu sagen. Wir sind natürlich alle total gespannt, wie sich dieses besondere Klima hier im Gradierwerk auf den Geschmack des Whiskys auswirken wird. Sind wir auch drauf gespannt und dann fahren wir gleich den Thomas weiter. Ja, das war, wir sind eigentlich für jede Schandtaten bereit und das war wirklich eine Idee, die wir super fanden von Anfang an. Mit auch ein paar Schwierigkeiten. Angefangen, man musste ja von dem Statiker des Gradierwerks das okay bekommen. Wir haben jetzt die Zusage für 10 Fässer, die wir so insgesamt hier belegen dürfen. Ansonsten das Fass hier hochzukriegen, dann auch wirklich händisch hier zu befüllen, das war auch ein Akt für sich. Jetzt haben wir aktuell 6 Fässer hier liegen. Da wird sozusagen dieses Jahr, wie Olaf schon gesagt hat, werden 2 Fässer entnommen und 2 neue kommen dazu auf der anderen Seite. Und wir erhoffen uns, also ganz ehrlich, wir wissen nicht, was passiert. Wir haben eine Ahnung, aber das ist echt so ein Überraschungsei. Auch ein Überraschungsei, was, wenn es einmal auf ist, kann man es auch nicht wieder wiedergängig machen, weil wir verkaufen Zertifikate. Sobald das Fass befüllt ist, kann man Zertifikate kaufen. Wenn der Whisky dann eben dementsprechend nicht den Leuten so schmeckt, wie sie sich das vorstellen, dann ist das eben so. Das ist so Risiko. Wenn man sich dem ganzen Thema laienhaft nähert, dann könnte man sagen, okay, hier wird Salz in die Luft gebracht, Salzluft, Fässer, genau. Salzigkeit des Whiskys, aber man kann es nicht vorher sagen, ob es funktionieren wird oder nicht. Wir wissen ja, wo wir sind. Wir sind im Sauerland und das ist auch die Tatsache, dass wir auch keine rauchige Whisky produzieren, weil wir haben im Sauerland und in Deutschland keinen Torf in dem Sinne, dass wir für die Whiskyproduktion benutzen können. Ist die gleiche Tatsache mit dem Wissen, dass viele Brennereien an den Küsten in Schottland oder überhaupt auf der ganzen Welt Werbung mit den einzigartigen Luft machen für die Entwicklung des Whisky-Aromas, haben wir gesagt, hä, also warum nicht probieren? Ne? Also alles kann, nichts muss, sagen wir immer. Diesen Herbst gibt es die erste Abfüllung genau. davon?
Genau. Die wird es aber nicht groß im Verkauf geben, nehme ich mal an. Doch. Also die, aber die leider sind, also leider in Anführungsstrichen, für uns positiv sind die ganzen zwei Fässer komplett ausverkauft. Das heißt, die zweite Serie für das Jahr 24, da kann man noch wenige Zertifikate also wer kaufen. Wer das jetzt hört, der muss noch ein Jahr warten, aber hat dann die Chance. Genau. Gut, danke schön. Wir stehen hier mit dem Julius Vosloff im Labor von Thousand Mountains. Da geht es hier weiter, nachdem der Whisky sozusagen aus dem Fasslager mit dem Fass rausgekommen ist und zur Abfüllung geht. Ganz genau. Ja, und wir müssen im Prinzip alles vorbereiten, was wir in die Flasche bringen. Sprich, aus Qualitätssicht natürlich zu kontrollieren, ist das, was später mal draufsteht, auch wirklich drin. Ja, im Zweifel ist alles klar. Ja, und so müssen wir dann hier einmal Geschmacksproben ziehen. Wir müssen die Einstellung der Volumenprozent einstellen. Aus dem Fass kommen wir in der Regel so mit 60 Volumenprozent. Und unser McRaven Classic zum Beispiel wird mit 46,2 Volumenprozent abgefüllt. Ja, das passiert dann hier über unterschiedliche Verfahren. Ja, wir haben für den Whisky jetzt nicht interessant, aber eine Kühlfilterung, gerade im Bereich der brennende Geiste. Unser Whisky wird nicht gefiltert, wird im Prinzip nur durch Wasserhinzugabe hier bei uns mit unserem Kallen harter Wasser heruntergesetzt und probedestilliert. Und das muss natürlich lebensmittelkonform alles präzise dokumentiert werden. Wir haben da auch einfach die Verpflichtung, letztendlich von der Anlieferung der Würze über die Produktion, Destillation, Lagerung bis hinten raus in der Vorbereitung für die Abfüllung dann alles zu dokumentieren. Ja, das passiert handschriftlich und immer mehr auch mit dem Computer. Ja, da sind wir dann zufällig in dem Bereich, den ich dann wiederum irgendwo verantworte, dass wir uns hier von den Abläufen her immer mehr digitalisieren, weil ich sag mal, im Geiste der Zeit ist es natürlich nicht mehr standesgemäß, dort mit Zetteln durch den Betrieb zu arbeiten. Das ist klar. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Flaschenabfüllung an. Genau. Und die ist im Gegensatz zu manchen anderen Dingen, die hier schon relativ automatisiert laufen oder Computer unterstützt laufen, wie das Lagerhaltung und so weiter, die ist wirklich noch sehr händisch. Ist noch sehr händisch, genau. Material ist vorbereitet, ja, abgenickt, unterschrieben, ist hier im Edelstahl in der Regel dann vorbereitet und kann in die Abfüllung gebracht werden. Kurze Wege versuchen wir natürlich einzuhalten. Hier sehen wir jetzt unsere kleine Abfüllmaschine. Bis zu 4 Flaschen parallel können befüllt werden. Ist neben der Etikettierung dann so das, was wir über die letzten Jahre irgendwie eingeführt haben. Ja, tatsächlich mal angefangen haben wir hier mit so einer Halbautomatik. Ja, die ersten Tage hier in der Brennerei, hier oben im Sägewerk, war das unsere Maschine. Okay. Ja, davor in der Garage noch gänzlich frei von allem, hier schon eine Halbautomatik und man hatte erstmalig überhaupt Anschläge links und rechts, dass ich auf die gleiche Höhe arbeite, die Etiketten gerade sind, hat der Qualität sehr gut getan, ja, aber am Ende machen wir uns nichts vor, das ist das rudimentärste Etikettieren, was noch machbar ist. Ja, heute. Die schaut ja relativ klein aus, aber man muss dazu sagen, sie schafft in der Stunde doch einiges. Ne? Tatsächlich. Ja, liegt natürlich immer so ein gewissen Maß am Bediener. Ja, aber es sind mehrere hundert Flaschen, die hier verarbeitet werden können, theoretisch in der Stunde. Und ist letztendlich durch die Arbeit, durch den Bedarf, durch unser Wachstum irgendwo begleitet. Ja, das sind so diese typischen Punkte. Wir müssen eigentlich mal gucken, produzieren wir? Ja, oder brauchen wir vielleicht hier eine Maschine? Produzieren wir? Brauchen wir dies? Produzieren wir? Oder brauchen wir dies? Mhm. Ja, also da ist sehr stark eigentlich immer zu schauen, haben wir gerade Lust, ja, so eine Maschine zu kaufen? Ja, wie sinnvoll ist die in den Abläufen? Und da sieht man einfach, ja, schon relativ früh, 2017 haben wir gesehen, diese Holzmaschine wird nicht mehr lange funktionieren. Deswegen kam die Etikettiermaschine, die beide Etiketten abfüllen konnte. Der Abfüller ist letztes Jahr größer geworden, ja, war bis dahin nur eine kleine Maschine mit einem Abfüllhahn. Ja, aber ja, nach diesen beiden Maschinen stehen wir dann wieder irgendwie in der Arbeit mit der Hand. Ja, das ist so wahrscheinlich das Wildeste. Die ganzen kleinen Röhrchen werden hier mit der Hand etikettiert. Da gibt es in dem Sinne noch keine Maschine für uns. Ja, wir haben eigentlich ja, mit diesen Maschinen unsere Produktionsabläufe schon angepasst früher.
hat man mal 20 Etiketten auch die gemacht. Die Flasche wird noch händisch verschlossen und händisch etikettiert. Jawohl. Und das wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Schon zu. Ja, Husse, willst du die einmal richtig verknoten? Dann sieht man auch mal wirklich diese Fingerfertigkeit, die notwendig ist. Ja, ist jetzt einmal vorbereitet, aber der Ablauf ist bei jeder Whiskyflasche identisch. Es gibt 2x40 cm Wurstgarn, also es ist tatsächlich aus dem Fleischerbereich, das Material. Das muss rundherum. Also noch sehr, sehr viel Handarbeit dabei. Muss stramm gezogen werden. Letztendlich geht es darum, dass die Flasche nicht geöffnet werden kann, ohne dass man es erkennt. Und dann wird es versiegelt, nehme ich an. Also, ja, und dann können wir ja dann siegeln. Ja. Und dann. Das heißt, ihr habt da einen Behälter mit Siegelwachs. NRW-Familienministerin Paul will mit einem Förderplan die Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche verbessern. Danke, Christoph Bürgert, wieder Landespolitik. Und weil es so schön war, sollen wir nochmal das Geräusch des Wochenendes hören? 3, 2, 1, Zeitung! Die Sprengung der Brücke bei Lüdenscheid gestern um diese Zeit. Das heißt, es dauert dann pro Flasche doch einige Zeit, bis das fertig ist. Also weit entfernt von maschinell und schnell. Definitiv. Ja, das ist halt bei unserem Whisky oder bei unseren Bränden im Prinzip alle die hochpreisigen, hochqualitativen Produkte, die werden so gemacht. Die Liköre sind ein bisschen einfacher. Dann nutzen wir schlicht die Schrumpfkappenversion, das ist so das gängigste dann. Ja, aber das ist die Liebe, die wir den Flaschen schenken. Es dauert einfach alles. Da haben wir noch keine Maschine gefunden, die sowas ersetzen könnte. Ja, ist einfach fast die Handarbeit. Gott sei Dank. Ne? Ja, dann danke fürs Herzen. War sehr interessant. Wir haben jetzt den Thousand Mountains Whisky verfolgt, von der Gärung über die Destillation bis hin zum Abfüllen ins Fass, die Fasslagerung und dann die Abfüllung in die Flasche. Aber was wir noch nicht gemacht haben, das machen wir jetzt gemeinsam mit Björn Bertram, ist den Whisky auch verkosten. Hallo, naja, Björn. Unbedingt. Bernhard, schön, dass du da bist. Ja, wir haben sie hier nochmal aufgebaut, unsere Core Range. Angefangen natürlich mit dem White Raven, also unser Ausgangsprodukt, einfach nochmal der New Make, so wie er aus der Brennblase rauskommt. Hier nur auf Trinkstärke jetzt runter reduziert mit 46,2%. Ist immer ganz toll, ganz spannend, einfach mal hinter dem Whisky zu gucken. Also die Idee, die wirklich dahinter steckt. Und wenn ihr den mal probiert, der ist halt toll rund. Der hat eine ganz tolle Malznote, aber auch eine ganz tolle Frucht einfach schon mit drin. Dann haben wir unseren Braven, also unsere reine Bourbon-Fasslagerung. Da nutzen wir Fässer von Heaven Hill, gelagert 5 Jahre. Auch hier abgefüllt in Trinkstärke mit 46,2 Volumenprozent. Ist also ganz toll, einfach mal den Unterschied zu schmecken vom New Make. Reine Bourbon-Fasslagerung. Dann gibt es noch den McRaven und das ist sozusagen euer Hauptprodukt? Genau, das ist also ja, unser Standardprodukt. Da fangen wir mit Bordeaux Rotweinfass an. Ein Jahr gehen wir da erstmal in die Bordeaux-Fässer und gehen danach erst in die Heaven Hill-Fässer. Was ihr eigentlich alle komplett umgekehrt macht. Genau. Ihr macht das in dieser Richtung. Gibt es einen Grund dafür? Ja, erstmal ist es anders und das ist schon mal spannend. Und du wirst es gleich schmecken, also du hast diese Aromatik halt auch im Mund. Ja? Also du fängst wirklich an mit dem Rotwein. Ja, du kriegst dieses traubige, bärige, diese dunklen Früchte erstmal im ersten Step. Und dann legt sich hinten nachher das Bourbonfass einfach geschmacklich oben drüber. Auch hier, wie gesagt, abgefüllt in Trinkstärke mit 46,2%. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, so wie es sein sollte. Und dann daneben steht? Ja, dann die Fassstärke dazu. Das Batch aktuell mit 59,5 Volumenprozent. Wie gesagt, gleiche Fasslagerung, aber dann die Fassstärke. Auch gleiches Alter, nehme ich an. Auch genau, gleiches Alter.
Und wir haben uns schon mal zwei Gläser eingefüllt, und zwar von McRaven in der Trinkstärke. Genau, das ist halt auch immer schön. Lass den Whisky einfach mal ein bisschen atmen, ne? Ein bisschen Zeit im Glas. Umso schöner ist die Aromatik nachher. Dann schauen wir es den mal an. Genau, cheers. Cheers. Ja, also von der Nase her kann man den einfach als rund und schön leicht. Ist ja, und, ne, und du hast, wie gesagt, diese Aromatik einfach, dieses weinige, bärige einfach schön schon mal in der Nase auch. Aber es sind auch die Bourbon-Fassnoten, die Vanille ist gleich dabei ein bisschen. Genau, ja. Soll ja jedes Fass einfach zur Geltung kommen. Ne? Und das ist einfach das Schöne und das Spannende, das wirklich immer rauszukriegen, dass jedes Fass so seinen Platz einfach hat. In diesem Sinne. Ja. Cheers. Cheers. Ja, auch ja. Wenn wir jetzt vielleicht andächtig drüber nachdenken wollen, man muss was dazu sagen. Genau. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe also wirklich schön dieses Weinaroma auf der Zunge. Und jetzt, wenn er so langsam geht, dann kommt diese Vanillesüße einfach schön ausgewogen. Da ist keine Sprittigkeit drin. Ne? Und abgefüllt ist er mit 46%, hast genau, du gesagt? Das ist halt unsere Trinkstärke, mit der wir eigentlich immer klassischerweise abfüllen mit 46,2. In diesem Sinne würde ich mal sagen, schalten wir die Kamera aus. Genau, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Danke, Björn. Gerne.